Da naht auch schon die Konkurrenz in Gestalt von Sabine und Renata. Ich kenne die japanische Küche, ich mag sie auch sehr. Hier in Düsseldorf hat man halt diese große japanische Community und kommt fast nicht drum herum. Gott sei Dank. Ciao, die erste Liebhaberin haben wir. Das finde ich sehr gut. Dann mal abwarten, ob sich beim Rest der Truppe auch Japan-Experten verbergen. So, zweiter Tag einer sehr geilen Challenge. Pack was! Let's go! Wer heute nur normale japanische Küche erwartet, der wird womöglich geflasht. So wie Sascha. Das haut mich vom ersten Eindruck hier relativ aus den Schuhen, muss ich sagen. Typische Architektur in der Decke, die einzelnen Inseln um den Teppanyaki. Ja. Also insofern echt, mein erster Eindruck ist durchaus positiv. Das ist wirklich Japan, das ist original, das ist jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Firlefanz und Kitsch, was da rumhängt. Super eingeordnet von Sascha. Von Benjamin gibt's zur Speisekarte noch ein paar erklärende Worte. Wir haben auf den ersten paar Seiten haben wir Vorspeise, Hauptgang, Dessert, wie gehabt. Und was wir hinten dann noch haben, sind die Menüs. Wenn man zu faul ist, sich die Sachen auszusuchen, haben wir das dann für euch schon mal ausgesucht. Dankeschön. Das ist genau sein Metier. Ne? Der schwätzt dich kaputt. Ne? Der ist ein super Gastgeber. Er erklärt das ganze Teppanyaki-System. Und es ist auch unfassbar wichtig, glaube ich. Bevor ich jetzt aber weggehe, vielen Dank für die Karten, danke, habt ihr vor euch diese Rollen. Das sind Lätzchen. Entweder ihr dürft euch jetzt das aussuchen, das sind Lätzchen, dass ihr euch nicht bekleckert. Oder natürlich, wenn vor euch gekocht wird, dass da nichts rüberspritzt auf eure Kleidung. Ja, wir haben natürlich jetzt auch wieder die Situation, dass keiner quasi in die Küche geht. Großartig. Da liegst du komplett falsch, Mike. Ah, doch, der geht doch in die Küche. Geil. Das finde ich jetzt richtig gut. Ich habe schon gedacht, die bleiben alle sitzen. Schön, schön. Hallo, da möchte ich dir gerne den Otsuka vorstellen. Aus Kyoto. Okay. Und Otsuka ist unser japanischer Chef. Sehr schön. Und er ist eigentlich der Künstler, der einen wunderschönen atlantischen Seelachs vorbereiten wird und frische Jakobsmuscheln. Ja, sehr angenehm. Schau, schau, das finde ich auch gut. Der Benjamin bleibt noch ein bisschen zur Unterstützung in der Küche. Wahrscheinlich auch wegen der Übersetzung oder Deutsch. Obwohl, er spricht ja super Deutsch, aber das finde ich okay. Was man natürlich an Fisch immer sehr gut die Qualität erkennt, ist natürlich an den klaren Augen, dass sie nicht milchig sind, die Augen. Aber ja, auch wenn du merkst, du stehst vor so einem riesen Fisch, der auch schon ausgenommen ist, aber der riecht überhaupt nicht fischig. Riecht eigentlich nur nach Meer ein bisschen salziges, so als wenn du gerade an der Küste entlang gehst. Und dann erkennt man natürlich, dass das ein sehr frischer Fisch ist. So, mal Ruhe jetzt, Benjamin. Wir müssen das genießen, was der Otsuka da macht. Das ist ja ein, so schuppt bei uns keiner einen Fisch, ne? Ah, geil. Weggeworfen wird in Otsukas Küche natürlich nichts. Was magst du jetzt von dem Kopf? Verwendest du? Der Kopf wird natürlich verwendet für ein Süppchen zum Beispiel, für einen Fond. Ja, für ein Fond mit den Knochen. Mit den Knochen. Also wie man das natürlich kennt, in der Küche wird nichts weggeschmissen. Da wird dann alles nochmal weiterverarbeitet. Zu einem schönen Fischfond zum Beispiel. Das wird alles verwertet und das finde ich gut. Das wäre viel zu schade, um alles wegzuschmeißen. Und jetzt siehst du, der geübte Griff zieht jetzt diese ganzen dicken Hauptgräten, die alle im Prinzip so senkrecht ins Fleisch reingehen, raus, dass du dann später natürlich keine Gräten hast in deinem Sushi. So, jetzt sieht man, wie er auch das Finale noch zubereitet hier. Diesen schönen Lachsrück, diesen Leuen fast. Bisschen großzügig zu der ehemaligen Hautseite, damit man quasi den Tran dann auch gleich weg hat. Das geht übrigens dann in den Fischfond und er braucht einfach dieses perfekte Fleisch. Vom perfekten Lachsfilet gleich weiter zur perfekten Jakobsmuschel. Er sticht jetzt dann rein von der Seite und guckt, dass er diesen Muskel durchschneidet. Ich liebe Jakobsmuschel. Wo die Jakobsmuschel, das Weichtier, ist ja ein Weichtier, innen an der flachen Seite festgewachsen ist. Und dann wird eigentlich nur das Hauptteil von diesem Weichtier, das Weiße, das ist der Muskel, Otsuka, oder? Mhm. Der Muskel wird dann, ist eigentlich das, was wir dann als Scallops oder als Jakobsmuscheln, was wir dann kennen. Was? Ich mach mal Pause, ne? Sag's Bescheid, wenn der Benny fertig ist, ja?
Gut, alles klar. Dann, der Benni ist dran. Wird ins Eiswasser gelegt. Also alles zusammen? Wird jetzt zurzeit alles noch zusammen reingemacht, wird kurz gewaschen. Und Benni, warum ist diese Jakobsmuschel in Eiswasser gelegt worden? Das Eiswasser hat eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund, dass es einfach nur zum Waschen ist es. Und auch, dass die Temperatur, dass es natürlich kühl bleibt. Aha. Da ist sehr viel Eiweiß drin in diesen ganzen Produkten. Und wir wollen natürlich, dass das so frisch wie möglich zu den Gästen kommt und dass das dann nicht anfängt durch übermäßige Temperatur, durch Zimmertemperatur, dass es dann verderben könnte. Ah, da bin ich wieder rechtzeitig da, oder? Jakobsmuschel. Hat er das noch nicht fertig erklärt? Gibt's ja das? Regie, Regie, hallo? Ah, muss ich noch was sagen? Nee, muss ich eigentlich nicht. Also, schönes, festes, weißes Fleisch, ne? Das ist wirklich das Herzstück, der sogenannte Muskel. Und ich glaube, die Expertise von Benjamin war hervorragend. Ne? Der Rest wird Auge in Auge mit den Gästen am Tisch zubereitet. Wir bereiten jetzt erst für euch die warme Vorspeise vor. Und später, dass dann, sobald es dann fertig ist, servieren wir die anderen kalten Vorspeisen, dass ihr alle zusammen genießen könnt. Besonders Nadja ist regelrecht verzückt. Es war einfach eine Show. Ich war einfach Teil von dieser Show. Das war so geil. Also wie er diese, weiß ich nicht, Geschirr oder die Sachen, Messer und alles benutzt hat und Kopf gespielt und wie im Zirkus einfach. Es war fantastisch. Das ist hoffentlich auch das Stichwort für Saschas Wahl der Vorspeise. Er hat sich für das japanische Carpaccio vom Fisch des Tages entschieden. Ich bin überhaupt gar kein Lachsfreund normalerweise. Also ich esse es, aber der hat mich wirklich überzeugt in seiner Frische. Der zappelt fast noch. Er hat einen ganz, ganz feinen Lachsgeschmack, ein tolles Aroma. Er hat auch, finde ich, eine ganz, ganz tolle Farbe. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass er hier so ein bisschen marmoriert ist. Das macht ihn natürlich auch noch ein Stückchen saftiger noch. Also insofern bin ich auch wirklich beeindruckt von. Ich möchte mal festhalten, ne? Lachs kann halt auch geil sein. Ne? Wir hören das gerade. Ne? Ist aber nicht zwingend immer so. Und dein Feedback zur Jakobsmuschel? Also für mich hat eine Jakobsmuschel einen ganz besonderen eigenen Geschmack. Also wenn ich sie zu Hause verwende, brate ich sie einfach wirklich nur ganz kurz ab. Wirklich nur minimal. Der Geschmack ist ganz, ganz leicht fischig, bisschen nussig und ich mag sie total gerne. So wie sie jetzt hier ist, ganz roh, mit der Marinade fängt sich auch entsprechend die leichte Zitrusnote sehr, sehr schön ab, die ich hier schmecke. Trotzdem bleibt weiterhin dieser nussige Geschmack der Jakobsmuschel auch weiterhin bestehen. Und das Süße, was eine Jakobsmuschel hat, passt jetzt auch super dazu, ne? Angebraten, so kennen wir es eher, aber ja, kann man hervorragend so servieren. Weiter geht's mit der immer noch geflashten Nadja. Sie hat das Dreierlei von japanischen Genüssen gewählt. Und eine gute Entscheidung, Nadja? Ich hatte hier auf jeden Fall ein Wagyu. War auf jeden Fall sehr lecker. Und diese knackige, frische Zutaten spielen auch sehr, sehr wichtige Rolle dazu. Ich habe deswegen auch anfangs auf jeden Fall mit Gurke und mit meinen Steinpilzen das probiert und war Hammer. Ich habe erstes Mal in meinem Leben Wagyu probiert und ich bin einfach sprachlos und begeistert. Das war fantastisch. Das freut mich total. Wir haben ja doch auch oft Leute in der Runde, die so ein Erlebnis noch nie hatten. Dann versuchen, eine Expertise loszuwerden, wo du merkst, boah, komm, bitte lass es, genieß es einfach, sag, ob es schmeckt oder nicht. Und das erleben wir hier gerade bei Nadja. Ihr gefällt das, sie ist begeistert und das reicht für mich. Ich finde das toll. Toll findet Nadja leider nicht alle Bestandteile. Also ich bin kein Kaviar-Fan, aber ich wollte trotzdem das erleben und probieren. Habe ich auch bestellt. Habe ich auch probiert ein bisschen und war sehr knackig, sehr gute Kostets, auf jeden Fall frisch. Aber wie ihr seht, ist nicht mein Ding. Ja. Deswegen konnte ich leider nicht essen. Ehrlich gesagt, ich hätte Kaviar nie probieren lassen, also in meinem Leben. Aber ich habe das heute gemacht, weil ich das einfach machen wollte, probieren wollte. Habe ich auch geschafft und ich finde, ich werde das nicht mehr in meinem Leben versuchen. Aber sie hat es versucht und sie hat es wirklich probiert, weil sie es wissen wollte. Und das finde ich super. Und wenn das jetzt nicht ihre Geschmackssache für die Zukunft ist, ist das auch völlig in Ordnung.
Mehr als in Ordnung ist hoffentlich Renatas Vorspeise. Sie startet ihr Menü mit gegrilltem Kaisergranat und Lachsmedaillon. Grillierter Kaisergranat, ne? Mit einem kleinen Lachsmedaillon. Also wir reden hier von dem echten Scampi übrigens. Alle, die jetzt immer die Garnele sehen, das ist ein echter Scampi, ein Kaisergranat, ja? Dein Urteil, Renata? Mein Kaisergranat war ganz frisch. Der hat eigenen Geschmack und dann schmeckt so lecker wie kleine Lobster eigentlich. So ist es. Nicht nur eigentlich, es ist so kleiner Lobster halt. Fleisch ist richtig zart und von selbst hat so eigenartiges Geschmack, dass man da gar nichts anderes braucht eigentlich. Meine Kaisergranat war schön, auch nicht zu lange gebraten, war schön saftig und das Fleisch war schön transparent. Mein Lachs, wie ihr seht, ist schön rosa gebraten, hier gewickelt in Spitzkohlblatt. Dadurch gibt es das auch so eine schöne Farbe. Das ist mal eine wertvolle Kohlblatt, ne? Ich würde nur vielleicht ein bisschen antik mehr Salz geben und Pfeffer. Aber sonst perfekt. Das scheint gut zu laufen. Ein Feedback zur Vorspeise steht noch aus, nämlich das von Sabine zum Thema Nigiri und Sashimi, Wasabi, eingelegtem Ingwer und Sojasauce. Und was sagst du? Es ist sehr simpel, aber das ist auch super, weil es reicht diese Sojasauce mit dem Wasabi. Der Fisch ist einfach, ja, wie du schon gesagt hast, er zergeht wirklich auf der Zunge. Ein bisschen Zitrone und der Rettich dazu, das war wirklich fein abgestimmt. In diesem Restaurant sieht man einfach diese Frische, der Fisch ist toll. Alle Zutaten sehen super aus und ich bin zufrieden. Das freut mich, dass jetzt der Start in diesem doch klassischen Teppanyaki-Restaurant richtig gut bei ihr ankommt. Die erste Punktetendenz holt sich Benjamin natürlich persönlich ab. 8 wunderbare Punkte. Also ich muss ehrlich zu dir sein, das war erste Reise nach Japan für mich, also kulinarische. Und dafür gebe ich dir 9 Punkte. Von mir kommen auch 8 Punkte. Du kriegst von mir eine 10. Wow! Super, Leute. Und ich habe überhaupt mir umsonst Sorgen gemacht, dass sie das vielleicht irgendwie vom Konzept her nicht gut finden. Toll, 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 toll. Immer schön langsam. Die Tendenz ist eben auch nur eine Tendenz. So, dann schauen wir mal. Willst du vielleicht anfangen? Und die kann auch deutlich schlechter ausfallen. Bei der Vorbereitung der Hauptspeise treibt Sascha die Neugier in die Küche. Was machen wir? Wir bereiten jetzt eine Hummersoße vor. Da hat der Otsuka schon ein bisschen was vorbereitet. Ich sehe schon. Da haben wir einmal geröstete Hummerkarkassen. Das Gerüst eines Fisches, die Knochen, würden wir normal sagen, das nennen wir Karkassen. Aber auch die Karkassen von einem Hummer oder von einem Schalentier oder die Schale sind Karkassen. Und das ist natürlich, wir kaufen die Karkassen nicht. Das ist der Hummer, den der Otsuka mit seinem Team hier verarbeitet. Okay. Und da benutzen wir natürlich die Karkassen. Die werden dann schön ausgekocht, um natürlich den feinen Fond vorzubereiten. Ganz normaler Prozess eigentlich in der Küche, weil sowas muss man nicht einkaufen. Wirklich. Nehmt eure Karkassen auch zu Hause, schneidet die Köpfe ab, packt alles in einen Topf und dann schön Gewürze und so weiter drüber und dann wird daraus eine anständige Fischsuppe. Sascha ist schon von der Riechprobe überm Topf völlig hin und weg. Ist ein sehr, sehr schönes Geschmackserlebnis. Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten, der Lorbeer kommt langsam auch mit dazu. Die Alge habe ich jetzt noch nicht so, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht so eine geübte Nase habe. Ist natürlich getrocknet, es dauert also eine Weile, bis dann die Alge dann auch ein bisschen von der Feuchtigkeit aufgenommen hat. Wird natürlich ein bisschen mitgeröstet und dadurch, dass es dann sehr, sehr lange jetzt später gekocht wird, wird dann auch natürlich, dann gibt die Alge dann peu à peu, ist ein kleines Stück, gibt aber dann peu à peu auch ein bisschen Aroma dann ab. Genau richtig. Toll, dass wir das sehen. Noch ein Schuss Wein dazu. Zum Ablöschen hier Weißburgunder. Kann es auch ein Riesling sein oder Grauburgunder? Zu
sollte auf jeden Fall ein trockener Wein sein eher. Da spürt man jetzt auch wieder, dass Japan einfach auch diesen Einfluss aus Frankreich hat. Ne? Jetzt könnte man ja fast sagen, oh, er nimmt keinen Reiswein, ne? Weil wir so Asia-Freaks sind. Nee, also das ist schon auch alles richtig. Die machen das sehr, sehr klassisch bei solchen Rezepturen. Vom Geruch her kann ich sagen, langsam kommt das Schalentier durch. Kommen langsam die Aromen vom Hummer entsprechend durch. Man hat immer noch ein bisschen Knoblauch, immer noch ein bisschen Zwiebel. Es wurde milder durch die Sahne jetzt, nicht mehr ganz so intensiv. Und ist vor allen Dingen auch sehr, sehr schön. Eins darf nicht fehlen. Eine Miso-Paste ist eigentlich wie unser Maggi, sag ich jetzt mal, in der japanischen Küche. Und oft ist es so, dass jede Familie sein eigenes Miso-Rezept hat. Und du kannst es, je nachdem, wie du es fermentierst, du kannst es auch anrösten, fermentieren. Du kannst dunkle Miso-Pasten machen, du kannst helle Miso-Pasten machen. Und je nachdem, was du dann für Gewürze dann noch mit reinschmeißt, kriegst du dann ein ganz anderes Bouquet. Und so dann schmeckt jede Miso-Suppe normalerweise immer so ein bisschen anders, von Region zu Region, weil natürlich andere Pflanzen mit drin sind, andere Gemüsesorten mit drin sind. Und durch diesen Fermentationsprozess, wie auch bei einem Joghurt, bei einem Sauerteig und so weiter, ganz andere Aromen produziert werden als in dem ursprünglichen reinen Bohnenpastenprodukt. Toll. Ganz, ganz toll erklärt. Aber deshalb wissen wir ja, quatschen kann er ja. Also ich wüsste nicht, wie ich das jetzt noch feiner herauskitzeln könnte. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass das irgendwie traditioneller gemacht wird. Vielleicht auch mit einem bestimmten asiatischen Knoblauch, mit irgendwelchen anderen Ingredienzien neben der Alge, die eben aber dann doch und der Miso spezieller sind oder asiatischer sind. Zurück am Tisch gibt's für die Gastronomen eine kleine Lektion in Sachen Flambieren. Ihr seid natürlich Gastronomen vom Fach. Wer weiß denn, warum man flambiert? Warum denn, Benjamin? Sag's einfach. Ja. Wir haben natürlich zwei Gründe, um das zu flambieren. Einmal, um eine feine Branntweinnote noch zu geben, aber natürlich ist da auch der Show-Effekt, weil es wird ja natürlich direkt vor euch hier so angerichtet. Haben wir also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Otsuka-san, Tomo-san, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, danke schön. Und euch wünsche ich jetzt eigentlich nur noch einen guten Appetit. Ja, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Also der Benjamin, ich muss das auch sagen, er ist natürlich ein toller Gastgeber. Er quatscht einfach ab und zu viel. Er könnte auch Concierge sein. Ne? Der liest halt auch wirklich seinen Gästen schon die Wünsche von den Augen ab, ne? Wunschlos glücklich ist Renate hoffentlich mit ihrer Wahl. Sie lässt sich 130 Gramm Seeteufel mit Meeresfrüchten und gegrilltem Gemüse schmecken. Der Fisch ist sehr gut gebraten, ist schön saftig. Der hat da ein bisschen Pfeffer benutzt beim Seeteufelbraten. Das reicht auch vollkommen. Ein Seeteufel schmeckt sowieso wie ein Lobster, also da braucht man nicht viel. Also es ist so, dass der Seeteufel natürlich schneeweiß ist und von der Konsistenz her, glaube ich, das könnte man ähnlich vergleichen. Geschmacklich hat der Lobster ein bisschen mehr zu bieten, finde ich. Jakobsmuschel, ich liebe einfach und die waren ganz kurz gebraten. Ich brauche da kein Salz, kein Pfeffer, gar nichts. Das Fleisch ist so perfekt, da braucht man nichts. Ich kenne zwar mit bisschen so Paniermehl und so auch Jakobsmuschel kurz angebraten mit Butter, aber so einfach vom Grill war auch gut. Ich liebe Sesam, aber diese Miso-Sesamsoße, ich habe versucht mit dem Fisch zu essen und habe ich das Gefühl gehabt, der Fisch wäre schlecht. Und dann habe ich probiert ohne diese Sesamsoße und dann habe ich gedacht, oh, doch, ist alles in Ordnung. Das ist diese Dip da. Das ist dann einfach wirklich Geschmackssache. Ich freue mich, dass du das auch so pur am liebsten hast wie ich. Nadja hat sich für zweierlei vom Wagyu-Rind entschieden, nämlich 70 Gramm vom Filet und 70 Gramm vom Entrecote. Auf jeden Fall war sehr gut. Fleisch, ich habe gewünscht Medium, habe ich auch bekommen. Ihr könnt auch sehen, war sehr... Ist sehr zart und sehr gut gebraten. Ich sehe von der Seite ist perfekte Farbe. Also ist direkt im Mund geschmolzen. Also Rindfleisch ist ja für mich nicht so fettig eigentlich. Oder insgesamt ist es auch nicht so fettig. Aber das war zu fettig. Also ich habe es auch direkt gemerkt, als Koch das mitgebracht hat. Also ganz
Marmoriert, ja. Ja, absolut. Und ich dachte, oh, ist das jetzt was für mich? Aber danach war einfach dieses Spiel, was man im Mund hat, einfach Hammer, ja. Ich nenne das immer so das Cremige fast, ne? Und das macht eben Wagyu aus. Einzige, was mir fehlt vielleicht, ist, wie ein bisschen mehr Deko auf meinen Teller besser sein können. Also es fehlen mir ein paar Blüten oder weiß ich nicht, was Schönes. Also hier war nur so grün und von Fleisch die Farbe, die wir kennen, also Rindfleischfarbe, ja. Also sonst, ich bin wirklich zufrieden und begeistert. Also die Show war einfach fantastisch. Die übrigen Feedbacks nimmt Benjamin mit seinen Köchen entgegen. So, die Teller sehen ja gut geleert aus. Wer sagt mir denn als erstes, wie es geschmeckt hat? Die Frage richtet sich an Sascha, der sich Surf and Turf vom Wagyu Entrecote und gegrillten Hummer schmecken lässt. So, da haben wir jetzt Surf and Turf, ne? Das ist eben mit dem Hummer, klassisch. Ja, ich weiß, wie es geschmeckt hat. Das war top. Sieht Sascha das auch so? Ganz, ganz großes Kompliment an euch beide. Es war wirklich toll. Vielen, vielen Dank. Der Hummer war top. Perfekt gegart. Der war einfach wirklich abgebraten, die Scheren ausgelöst, auch entsprechend abgebraten, sodass die gut Biss hatten, aber eben in keinster Weise trocken waren. Das Wagyu Entrecote war wirklich super. Gemüse waren auch sehr, sehr lecker, sehr, sehr gut gegrillt. Das Einzige, womit ich wirklich ein Problem hatte, war dieses Ratatouille. Das habe ich nicht verstanden. Ich fand, das war sehr, sehr süß. Für den Hummer war es mir zu süß. Es hat vom Geschmack leider abgelenkt. Ist für mich nicht schlüssig, warum ein sehr süßes Ratatouille als Unterlage für den Hummer auf dem Teller präsentiert wurde. Ja, wenn es süß ist, verstehe ich es auch nicht. Ganz einfach. Müssen wir mal gucken, wie das Rezept so ist. Vielleicht da noch mal ein bisschen was ranschrauben. Sicherlich ist da eine Idee drin dahinter gewesen, aber vielleicht war das Ost und West Zusammenkommen noch nicht so perfektioniert, wie wir es gerne haben möchten. Aber danke schön für die Kommentare. Ja, er ist ein perfekter Gastgeber. Das kann man ihm nicht absprechen, den Benjamin. Last but not least, Sabines Urteil zu gegrilltem Hummerschwanz und Meeresfrüchten mit gegrilltem Gemüse. Der Blick verheißt Kritik, oder? Der Hummer, ja, geschmacklich fantastisch. Es ist einfach leicht süßlich, nussig. Es ist zart, es ist, ja. Mir hat ein bisschen Sättigungsbeilage gefällt, aber das ist wirklich nur mein Empfinden. Ja, ein bisschen Reis meint sie oder sowas, ne? Da spielt uns auch der Kopf natürlich auch immer noch einen Streich, ne? Wenn das so fehlt, ne, dann denken wir oft, ja, und wo jetzt irgendwas? Alles andere, die Jakobsmuschel, köstlich, richtig zart und schön angeröstet. Butterzart und köstlich, ja. So begeistert will Sabine gleich mal Koch Otsuka über die Schulter schauen. Hallo Sabine, grüß dich. Servus, die Sabine ist jetzt dabei und wir bereiten jetzt einen Bestandteil für das Überraschungsdessert vor. Und zwar ist das eine Hoshicha Cha von Chai. Ja. Tee und Hoshi, Schwarztee, Creme. Ah, okay. Wird jetzt hier vorbereitet und Otsuka ist wieder der Star der Show. Die japanische Küche grundsätzlich, da auch jetzt mal gesagt, die komplette asiatische Küche, steht nicht unbedingt für die weltweit anerkannten großen Dessertklopper. Das wird jetzt eher ein bisschen abflachen und das sollte man wissen und das sollte man auch nicht zu hart dann mit ins Gericht gehen. Benjamin moderiert das Ganze. Und das wird jetzt einfach alles eingerührt. Eigentlich wie eine Sabayone fängt das schon fast an, ja? Was er damit meint, ist, dass man die Eigelbe mit dem Zucker cremig aufschlägt. Das ist vergleichbar. Anschließend vermengt Chefkoch Otsuka Milch und Sahne miteinander. Also jetzt wird erstmal die Milch und die Sahne heiß gemacht. Ja. Und dann wird jetzt aromatisiert mit dem, wird Tee. Jetzt mit dem ja. schwarzen Tee aromatisiert, genau. Dann bekommt die aufgeschlagene Ei-Zucker-Mischung Gesellschaft. Das Mehl? Mehl abgebunden, okay. Ganz genau. Ja, also eine richtige klassische Creme. Oh. Wunderbar cremig. Eine Creme-Pâtissier mit Tee. Ja, ganz genau. Der Tee wird natürlich rausgesiebt. Das ist wirklich interessant mit dem Tee. Die Geschmacksrichtung, das kenne ich gar nicht.
bin gespannt. Tee machen wir normalerweise nicht so viel in europäische Desserts rein. Das ist eher ein Getränk. Ja. Aber es ist natürlich auch, das kennen wir als Matcha oder auch eben in diesem Fall mit schwarzem Tee. Ja. Wird auch sehr gerne in asiatischen oder vor allem dann auch japanischen Desserts mitverwendet. Ja, spielt ja auch eine größere Rolle als in Europa, ne? Das Thema Tee ist omnipräsent in Asien. Sabine ist von der Handwerkskunst des Japaners ganz verzückt. Er arbeitet absolut sauber. Es ist klassisch französisch eigentlich, dieses Dessert. Und dann mit diesen japanischen Komponenten gefällt mir sehr gut. So. Ja. Und jetzt hast du, glaube ich, genug gesehen. Okay, ich möchte auch nicht weiter nerven. Und dann gehen wir wieder raus zu den anderen. Alles klar, vielen Dank für den Einblick. Dankeschön. Wieder. Zum Dessert haben sich Renata und Nadja die Miso-Creme Brûlée mit schwarzem Sesameis ausgesucht. Und schmeckt die Kombi oder gibt's Anlass zur Kritik? Diese Zusammenstellung mit dem Sesameis und diese dominierende Orange haut mich nicht vom Hocker. Und irgendwas ist drin, was in meinem Hals so unglaublich kratzt. Ich musste ständig Wasser trinken. Ich weiß es nicht, was das ist. Gut, also die Farbe ist jetzt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Da spielt dann auch das Kleine ein bisschen verrückt und signalisiert vielleicht irgendwie was. Also, aber zum Halskratzen führt das garantiert nicht. Ich würde mal sagen, insgesamt für mich ist das total guter Nachtisch. Aber ich stehe ja mehr am Klassiker Crème Brûlée. Also diesen Geschmack habe ich da vermisst, aber ich finde das auch natürlich, das ist ja ganz andere und Kreation ist auch anders gedacht. Aber Eis war für mich vollkommen in Ordnung. Also ich fand es sehr lecker. Sascha beendet sein Menü mit Mifeuille mit Hojicha-Creme, Crumble und Pflaumenkompott. Sieht hübsch aus, aber schmeckt's auch? Das Millefeuille ist für mich geschmacklich, also nicht in der Zubereitung, aber geschmacklich leider völlig an meinen Erwartungen vorbeigegangen. Diese Creme kann ich leider nicht eindeuten oder wirklich deuten. Schmeckt ein bisschen wie ein roher Pfannkuchenteig, sehr mehlig. Ja, sagen wir so, es jubiliert nicht gleich bei jedem, ne, bei uns. Ne? Du hast halt da auch nichts, was irgendwo so ein bisschen mal gegenstößt. Ne? Du hast dann keinen Spritzer süße Säure, irgendwie sowas. Das hast du nicht. Die Creme ist eine Creme Pâtissier mit schwarzem Tee. Und schwarzer Tee und Milch, Sahne, Ei, Zucker ist, glaube ich, für unseren Geschmack so ein bisschen schwierig. Es war viel Mehl. Das habe ich schon gesehen, dass es sehr fest war, die Creme. Deswegen wahrscheinlich dieser Pfannkuchengeschmack. Jetzt kann man sagen, sollte man es überdenken. Ich finde, das wird genauso seine Liebhaber haben. Es ist etwas ungewöhnlich vom Geschmack, ja. Den Geschmack von Sabine trifft hoffentlich Grüntee Schokoganache mit Sablé, Matcha, Espuma und rotem Bohneneis. Dein Urteil, liebe Sabine? Mein Dessert wunderschön angerichtet. Das Eis ist ein rotes Bohneneis. Das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt, aber ich bin begeistert von dem Eis. Es schmeckt fruchtig, cremig, leicht süß. Auf jeden Fall war es super gut, wirklich. Also das Eis war so gut. Der Espuma mit dem grünen Tee ist wirklich schön fluffig, leicht. Grüner Teegeschmack ist auch natürlich wieder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist sehr lecker. Was für mich wirklich nicht geht, ist der Ganache. Der ist so fest und es schmeckt richtig nach Matcha, nach grünem Tee. Es ist so, das ist für mich schon, ich sage das nicht gerne, aber ich kann das wirklich kaum essen. Wenn das vielleicht noch so eine kleine Komponente gewesen wäre, wäre es noch okay gewesen, aber weil es wirklich so ein großes Stück war, ja. Ja, und es ist so nett gesagt, dass ich glaube, dass das auch gut ankommen wird. So wie du das mir hier rüberbringst, also leuchtet das für mich auch ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, glaube ich, also fürs Dessert würde ich jetzt nicht herkommen. Ich würde mich dann eher auf die heiße Platte und entsprechend das Fleisch und den Fisch stürzen, als dass ich dann ein Dessert bestellen würde. Ich habe schon vorher angekündigt, das wird jetzt nicht mehr das Niveau halten können.
Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, optisch hat es bei mir meine Erwartungen überholt. Geschmacklich ist das nicht das, was wir vielleicht so ein bisschen im Kopf haben. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt einen drauflegen. Aber ich würde auf jeden Fall bei meinen durchschnittlichen 9 Punkten würde ich bleiben, was ich erhoffe, was in den Köpfen hier ist. Erstmal gibt's die Rechnung. Wir sind bei 680 Euro. Jetzt mal grob gesagt 400 Euro für die Speisen. Jeder circa 100 Euro. Natürlich ist das ein oder andere teurer gewesen. Ja, und der Rest sind die Getränke. Also der Preis rechtfertigt sich natürlich auch noch in den Personalkosten. Die Show, 2 Köche, die vor uns, vor 4 Personen stehen und hier dieses Live-Cooking machen. Das gehört alles dazu. Ja. Richtig. Es ist ein Koch-Event und dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist für das, was ich dort geboten bekomme, richtig gut. Ja, also so eine Eskapade kann man sich nicht oft erlauben, denke ich. Ne? So, dann bitte einmal die Wertung, liebe Düsseldorfer Gastronomen. Was ist euch der Abend bei Benjamin wert? So, dann schauen wir mal. Willst du vielleicht anfangen? 7 Punkte. Wie kann man jetzt auf 7 kommen? Vorspeise, exorbitant gut, beim Hauptgang, Vogel ist dir aus einer Birne gesprungen. Und jetzt, es ist nicht dein Dessert, ja, okay, aber trotzdem, es ist ja auch dort immer noch Handwerk drin, da kann man doch keine 7 geben. 7 Punkte. So, und jetzt haben wir die zweite 7. Ich fasse es nicht. Nadja, bitte. Was ist denn los? 8 Punkte. Ja, danke, Renata. 8, das ist der Mindeste. Und noch eine 8. 8 Punkte. Punkte sind nicht in Ordnung. Ganz ehrlich, 2 Siebener, Frechheit. Damit landet Benjamin mit seinem Teppanyaki mit 3 Punkten Abstand auf Platz 2. Die Punkte vom Profi gibt's wie immer am Ende der Woche. Und morgen will Renata die Konkurrenz in die Schranken weisen. Wir gewinnen! Mal abwarten. Bist du gelernter Koch oder ist das so deine? Nein, ich bin keine gelernte Koch. So macht man's nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Nehme ich dann hier Scampis. Ups. So, da haben wir es, die Garnelen Scampis. Ob Renata das Ruder noch rumreißen kann?